Werbung muss für deine Besucher eindeutig von deinen redaktionellen Beiträgen zu unterscheiden sein. Wenn du deine Kooperation nicht richtig kennzeichnest, dann kann es dir passieren, dass dir eventuell demnächst eine Abmahnung in den Briefkasten flattert. Wann du kennzeichnen musst und wie das geht, darum geht's in diesem Video. Hi, ich bin Udo und du schaust So geht Bloggen. Kleiner Disclaimer vorab, ich bin kein Jurist und dies hier ist keine Rechtsberatung. Ich habe alle Informationen in diesem Video zum Zeitpunkt Oktober 2017 nach bestem Wissen und Gewissen zusammengetragen, aber ich kann dafür keine Gewährleistung übernehmen, dass die A überhaupt richtig sind und B noch aktuell, wenn du dir dieses Video anschaust. Um auf Nummer sicher zu gehen, solltest du dich auf jeden Fall vorher mit deinem Anwalt deines Vertrauens zu dem Thema besprechen. Also, legen wir los. Der Gesetzgeber möchte den Verbraucher vor Schleichwerbung schützen. Und Schleichwerbung bedeutet in unserem Fall, dass wir Beiträge veröffentlichen, die wir nicht als Werbung kennzeichnen, obwohl wir eine Gegenleistung dafür bekommen haben. Wir tun also so, als wären diese Beiträge ganz normal redaktionell entstanden. Und der Grund, warum der Gesetzgeber den Verbraucher davor schützen möchte, ist, dass der Leser, also der Verbraucher, deine Beiträge ja als persönliche Tipps und Empfehlungen wahrnimmt und nicht als Werbung und dementsprechend nicht so kritisch hinterfragt. Und das ist natürlich irreführend. Ab wann kann man bei einer Kooperation von Werbung sprechen oder muss man von Werbung sprechen? Und in erster Linie kann man mal davon ausgehen, immer wenn du ein Honorar, also einen Geldbetrag für deinen Beitrag bekommst, dann handelt es sich um Werbung. Aber auch wenn du zum Beispiel Preisnachlässe bekommst, also Produkte günstiger bekommst oder die Produkte sogar komplett gestellt bekommst oder zu Reisen eingeladen wirst, also Vergünstigungen jeglicher Art, kann man davon ausgehen, dass dein Beitrag wirtschaftlich beeinflusst worden ist. Und im Netz liest man immer mal wieder von einer 1000-Euro-Grenze, also dass eine wirtschaftliche Beeinflussung erst ab dieser 1000-Euro-Grenze vorliegt. Diese 1000 Euro, also diese Zahl, die ist aber nirgendwo im Gesetz festgeschrieben und obliegt dem Maß des Richters bzw. des Gerichts, wo dann vielleicht letztendlich verhandelt wird. Und von daher kann ich dir nur raten, kennzeichne alle deine Beiträge, für die du einen Gegenwert, egal in welcher Höhe und auch egal in welcher Form, also Geld oder Sachleistung bekommen hast, als Werbung. Die zweite große Frage ist, wie kennzeichne ich jetzt meine Kooperation richtig? Und wenn man mal so durch die Blogs klickt und guckt, wie die Kollegen teilweise ihre Kooperation kennzeichnen, dann findet man da die unterschiedlichsten Varianten. Ja, der eine schreibt Sponsored Post, der andere schreibt Sponsored By, der andere schreibt Featured oder Advertorial. Also da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten bzw. Varianten. Und 2015 hat aber schon das Oberlandgericht München entschieden, dass der Begriff Sponsored nicht ausreicht, um einen werblichen Inhalt zu kennzeichnen. Und der Bundesgerichtshof hat bereits 2014 selbiges im Printbereich entschieden. Und jetzt muss ich den Satz mal eben ablesen, weil der ist halt so juristendeutsch. Als Maßstab wurde das Verständnis, so jetzt kommt, eines durchschnittlich informierten, situationsadäquaten, aufmerksamen und verständigen Verbrauchers festgelegt. Bedeutet für dich, wenn du auf Nummer sicher gehen willst, solltest du auf jeden Fall die deutschen Wörter Werbung oder Anzeige verwenden. Ja, weil man nicht davon ausgehen kann, dass jeder deiner Besucher mit den Begriffen Sponsored Post oder Advertorial irgendwas anfangen kann. Und da ist auf jeden Fall die sichere Variante, die deutschen Wörter zu benutzen, die halt jeder versteht. So, bleibt noch eine Frage. Wie und wo muss ich diese Kennzeichnung anbringen? Und da hat das Oberlandgericht München in einem Urteil von 2009 eine interessante Ausführung zugemacht. Ist der Werbetext als redaktioneller Beitrag aufgemacht, sind an die Kennzeichnung als Werbung hohe Anforderungen zu stellen. Hohe Anforderungen.
Der Hinweis muss nach Schriftart, Schriftgröße, Platzierung und Begleitumständen ausreichend deutlich sein. So, das bedeutet Schriftgröße 2 in hellgrau auf weiß wird es hier nicht tun und auch nicht irgendwie ein Sternchentext, der dann unten im Footer verlinkt ist und erklärt ist. Ich handhab's auf meinem Blog, also auf Waldhelden, so, dass ich die normale Schriftgröße nehme, den Text aber fett drucke und farblich hervorgehoben und dann direkt unter der Hauptüberschrift des Artikels und oberhalb vom Text. Wer es noch eine Nummer sicherer haben möchte, der kann Anzeige oder Werbung natürlich auch direkt mit in den Titel schreiben. Ist dann natürlich so optisch und ja, nicht mehr ganz so geil. Ich gehe dieses Risiko mal ein und glaube, dass meine Kennzeichnung aber ausreichend deutlich ist. Zusammenfassend kann man dieses ganze juristische Geschwafel eigentlich in einem Satz. Und zwar, wenn du für einen Beitrag eine Gegenleistung bekommst, egal in welcher Form, dann schreib deutlich sichtbar über den Text oder in die Überschrift Anzeige bzw. Werbung. Andernfalls kann es nämlich passieren, dass nicht nur dein Kooperationspartner abgemahnt werden kann, sondern auch du selbst. Interessant dabei, nicht nur Wettbewerber von deinem Kooperationspartner dürfen abmahnen, sondern auch andere Blogger. Abgesehen von diesen rechtlichen Aspekten schadet es natürlich auch deiner Glaubwürdigkeit, wenn du Artikel verkaufst und diese nicht als solche kennzeichnest. Immer mehr Menschen werden durch die Medien auf diese Influencer-Schleichwerbung aufmerksam gemacht. Große Fälle, die da in den letzten Wochen durch die Medien gingen. Und so verlierst du nicht nur deine Leser, sondern schadest letztendlich auch der gesamten Branche. Und wenn sich dieses Bild der in Anführungsstrichen Schleichwerbungbranche einmal festgesetzt hat, dann wird es auch keine Kooperation mehr für uns geben, weil dieses ganze Kooperationsding funktioniert halt nur so lange, wie Blogger authentisch sind und auch als authentisch glaubwürdig wahrgenommen werden. Neben dem Gesetzgeber hat auch noch Google gewisse Anforderungen an bezahlte Beiträge. Darauf gehe ich heute aber nicht ein, das machen wir mal in einem anderen Video. Wenn dir dieses Video geholfen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und falls du es noch nicht gemacht hast, abonniere jetzt den Kanal, falls du mehr darüber erfahren willst, wie dein Blog erfolgreich wird. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich sage Tschüss und Ciao, ciao.